Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Ramses der Digger, ein weiteres Bier-Tasting mit der Fahrer. Wir sind total gehypt. Guck. Er ist auch total gehypt, denn ich muss ja umziehen und die Wohnung muss leer geräumt werden und deswegen machen wir das nicht, weil wir trinken müssen. Wir machen das, weil wir müssen, ja. Wir müssen das und deswegen haben wir jetzt die letzten Biere aufgebahrt. Wir hatten ja das Einbäcker-Tasting, was er fabriziert hat. Wir hatten das China-Bier-Tasting, verschiedene China-Biere. Wir hatten diese Hubertus-Witcher-Flasche, nee, wie hieß die? Jakobus. Und jetzt haben wir aus Köthen von der Frau Ritter. Und jetzt haben wir alle restlichen Bierflaschen, die irgendwann mal hier geschickt wurden, aufgestellt und wollen die jetzt mal testen. Da sind Sachen dabei aus den Fanpaketen, da sind Sachen dabei, Jastgeschenke, das ist hier Lauterbacher, das ist ein Hackabschor, das ist die Berliner Branke, die sind geordnet. Teilweise kurz vorm Ablaufen, das ist jetzt nur noch bis 29. Das ist egal. Eine Woche nur noch. Das Jakobus war auch richtig gut. Ich glaube, das toppt nix, ne? Das war das Beste. Mir ging es am nächsten Tag nicht schlecht, auf jeden Fall. Das hat mich gewundert. Ja, du hast ja nicht so viel getrunken, wenn ich da geguckt habe, wie ich hier 5 Gläser getrunken habe. Und du hast 1 und hast immer so, ach ja, genau. Und das konnte ich nicht so schnell trinken. Da hat er so getan, als ob. Und dann hat er mich alleine gelassen. Dafür ist er heute zurück und das ist jetzt falsch rum, damit ihr nochmal seht. Aber wir zeigen euch ja eh gleich nochmal die Etiketten. Das dann heute Abend. Oh, so richtig, der Fuchs. Ein letztes Tasting hier mit der Fahrer in der Wohnung und dann fährt er die Möbel nämlich fort. Das stelle ich jetzt mal hier auf. Da sitzen wir jetzt wie zwei Störche. So wie immer. Und irgendwann ist der Akku leer und dann habe ich hoffentlich Ersatzakku mitgebracht. Ah. Ist überhaupt noch Platz für mich? Naja, irgendwie. Ah, ich brauche was zu. Es ist ja Breitbild, da passen zwei Deckel nebeneinander. So. So sieht's jetzt gut aus. Wir haben unsere Verkostungsgläser, diesmal nicht die Kalea-Dinger. Die immer überlaufen, sondern. Sondern zwei Simpsons, fat and happy und okay. Und wir wollen jetzt direkt mal starten mit. Ich habe nämlich ein Sixpack gekriegt zu Weihnachten. Vom Dorfbräuhaus, liebevoll von Hand gemacht, irgendwas. Dickes Kumpils, gebraut für echte Kumpels. Da waren 6 Flaschen drin. Die haben wir alle schon getrunken mit Natur, Rien, Bianca, Hannes und so. Und eine einzige ist noch da, dass wir die auch mal in dem Video tasten werden. Schreibt mal drunter, von wem war dieses dicke Kumpils. Also Kumpels, aber Kumpils, weil es ist ein Pilz. Das sind zwei dicke Bierbäuche, die ein Glas festhalten. Man muss mal schälen, oder? Wie findest du das Etikett? Irgendwie etwas witzig. Abstoßend. Abstoßend und witzig zugleich. Dorfbräuhaus. Und ich kann mich noch erinnern, das hat so schlimm geschmeckt. Ich habe noch nie so ein Bier gehabt. Deswegen habe ich vorgeschlagen, das als erstes zu trinken, damit es jetzt nur noch bergauf geht. Und ist ja, auch kein Druck mehr drauf. So. Das war nichts. Ist wie gesagt geordnet nach Prozent. Ach so. Und hier stehen gar keine drauf, deswegen ist das das erste. Das ist aus einem Sixpack und das letzte ist auch aus einem besonderen Sixpack und deswegen schenkt man jetzt einfach mal ein. Das hört sich aber gut an. Das Geräusch ist super. Da ist gar nichts mehr drin für dich. Das ist ja immer so. Beim nächsten schenkst du zuerst bei dir ein und dann machst du auf und er ist immer unterschiedlich von der Aufteilung her. Ja, also das passiert, wenn man die falsche hat. Aber ich hab, meins ist trüb, deins nicht. Also du hast das super geteilt. Also. Eins sieht gut und deins ist er gut und deswegen ist es immer so. Ein Bier und ein Furz, das ist was Gutes. Oh, das riecht schon wieder so säuerlich. Prost, Kamerad. Ah, er hat es schon getrunken. Ich hab den Satz getrunken. Der Satz. Oh, das schmeckt wieder wie das Handbier. Das schmeckt oben genauso wie unten. Das ist ja das Problem. Das fängt so an, wie das letzte aufgehört hat. Da habe ich wahrscheinlich in meinem Leben noch nie Landbier getrunken. Doch, jetzt schon ein paar Mal. Wenn du sagst, dass das wie Landbier schmeckt und letztens das typisch Landbier und so. Dann musst du dir die Aufzeichnung vom Einbäcker anschauen. Ja, ich kenne diesen Geschmack an sich nicht. In meinen ganzen Jahren Bier habe ich noch nie
sowas gehabt. Erst seit den Tastings mit dir kommt mir dieser Geschmack immer zu unter die Nase. Da hatte ich ja echt Glück, dass ich bisher noch nie Landbier hatte. Weil das immer so, das schmeckt wie Brottrunk halt. Wenn ihr Brottrunk schon mal getrunken habt, das ist Brottrunk. Ich glaube, der Adi klaut deine DVDs. So. Note, von mir gibt's eine 5. Es geht bestimmt noch schlechter. Wir haben auch noch die Noten vergeben. Aber es hat wenigstens, es hat wenigstens Geschmack. Im Gegensatz zu den Asia-Bieren, da waren wir dabei. Das war ja verarscht auch. Dafür haben wir jetzt was Einfacheres. Helles. Nachdem dort nichts drauf stand, ja, steht hier 4,7%. Ein einfaches Vollbier hell. Einfaches. Vollbier hell. Richtig einfach. Das passt zu deinem Feuerzeug, deswegen kannst du das mal aufmachen. Ja. Und dann auch einschenken. Du kannst ja nicht rülpsen, weil wir schreiben es nur noch. Ich habe Angst, dass mir das gleich gegen den gegen das Mundnagel fliegen. Ich komme vor, als hätte ich Tollwut beim Rülpsen. Ich wusste, der schießt mich ab. Es kommt. Bianca hat übrigens gesagt, ich soll die Bierstöpfe aufheben und ihr per Post schicken. Aber ich habe das Paket für sie jetzt schon weggefahren. Theoretisch könntest du auch die Etiketten abmachen. Zwei Bierstöpfe habe ich ihr mit reingepackt von dem letzten Tasting. Alle anderen hatte ich vorher schon weg, deswegen. Oh, man sitzt hier so klein und verdingst hier. Was du kannst. Hat die schöne Farbe von meinem Feuerzeug. Etikett sieht aus wie deins. Und die Farbe vom Bier ist wie meins. Also, wir nähern uns hier an. Warte. Ja, aber ich hab schon wieder mehr wie du. Das machst du mit Absicht, oder? Wir nähern uns an der Höhe. Sieht man das überhaupt? Ja. Das trinken wir mal ein einfaches, ne? Einfach, so dass man das da auch mal sieht. Riechen auch noch. Das riecht immer noch wie das andere. Das ist bestimmt der Schaum, der einfach noch. Riecht aber schon wässriger, finde ich. Ich trinke mal jetzt. Sehr süßlichen Geschmack diesmal. Hast du dir das Video von diesem Daniel mal angeguckt, was ich gemeint habe? Ja, das ist Schmackofatz. Das Best of. Das ist schon. Ja. Wenn du sagst, da gehen die Videos immer über eine Stunde bei dem und dann, das war ja zum Glück Best of mit nur einer Minute oder zwei. Da kannst du dir vorstellen, hat mir gereicht. Da kannst du dir vorstellen, was in einem Video passiert, was eine Stunde geht. Nichts. Nix. Das war das Beste innerhalb von einer Minute zusammengefasst, wo eine Szene trotzdem 30 Sekunden geht und eigentlich nichts passiert. Das war das Beste. Ja, das ist, weil er so in Zeitung spricht. Ja, aber das ist doch ein gutes Stilmittel, wenn man alles eher gemach und gemütlich macht. Viele Leute finden dann das alles sonst nämlich zu hektisch und zu aufdringlich und zu laut. Gibt's wenig so Genießerkanäle noch, wo man sich einfach anguckt und es ist wie ein Lagerfeuer, was man drauf macht im Fernsehen. Es einfach vor sich hin dümpelt so ein bisschen. Was fandest du jetzt besser? Das Einfachs oder das? Das Einfache fand ich bis jetzt besser. Kumpils. Ich freue mich schon auf das nächste. Warum? Das Altbier. Das kommt aus Düsseldorf. Das ist das, was die Bulishinaya riesen Geschichte dazu erzählt hat, dass die Etiketten verboten waren und alles. Und weil auf den Dosen und Flaschen, da waren immer Füchse drauf, weibliche mit Brüsten und immer so richtig so. Oh. Und dass da die Werbung dann verboten wurde, weil das irgendwie zu pervers und zu sexistisch war. Kommt mir aber irgendwie bekannt vor, das habe ich auch schon mal irgendwie gesehen, glaube ich. War es schon lange her. Das haben wir auch einmal getrunken, als sie das letzte Mal da waren irgendwo. Das fand ich auch gar nicht gut. Das hat mir gar nicht geschmeckt. Also bis jetzt war für mich das einfach das Beste. Und jetzt haben wir hier diese kleine dünne Flasche von dem Füchschen. Eigentlich müsste man das hier aus so einem Senfglas trinken, das alte Bier. Füchschen, Alter. Senfglas. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Füchschen seit 1848. Aha. Und hat 4,8 immer noch, wir steigern uns, trotzdem 4,8 ist eine kleine Flasche, sieht aus wie super, als wäre da so Öl für den Salat drin. Ich mach's mal auf, weil du trinkst ja so schnell. Siehst du, bei der Meile, da ging's immer, ich hab Durst, ja, da war ich ausgerutscht, da hab ich mich mental drauf. Der ist ja jetzt an der Decke hängen geblieben.
Ich habe nicht runterkommen sehen. Aber jetzt, wenn man hier natürlich sitzt, ist es anders. Ja. Thomas. Na, eigentlich, diesmal hau ich dir die ganze Blöcke rein, ja, weil du magst das ja so. Ja. Das hat auch schon eine richtig schöne Farbe. Ja, muss mal gucken, was hier überhaupt farblich ist. Eins und Rest. Ja. Schön die Luft rausdrücken. Das ist nicht nur alt, das ist auch dunkel. Das hat dieselbe Farbe wie die Flasche und das. Geht das eigentlich. Und das ist, läuft heute ab, glaube ich. Heute ist der 22. oder? Sieht aus wie ein Cola-Weiz. Cola? Weiz. Cola? Weiz. Ohne Weiz. Ist gar nicht so viel. Cola-Bier so. Je schneller man. Das ist ja total. Wenn du jetzt trinkst, trinkst du das und der Schaum bleibt übrig. Wenn man wartet, hat man so viel zu trinken. Heißt das, man trinkt weniger Bier, wenn man den Schaum übrig lässt? Aber der tut sich doch dann auch in Bier umwandeln. Das schmeckt sehr schön malzig. Nicht mehr bei mir rein. Naja, ist egal. Ich hab's schlimmer in Erinnerung. Das war wahrscheinlich ein Tag, wo du kein Bierdusch hattest. Das bei der Meile hatte ich richtig Bierdusch. Und das hat immer so lange gedauert. Und dann haben die immer überall gestanden und gelabert. Und also nicht mal gefilmt, sondern einfach nur gelabert. Und das war denkt, wichtig. Jetzt zündet endlich mal euer Bier an. Mussten Connections schließen, uns besser kennenlernen, menschlich, auf Ebenen und so. Nee, da war Pierre und Marc da und Genaya und dann wollten wir auch mal zum Wildgehege laufen und dann haben wir in der Küche gestanden und ist noch Bier da. Und das war das letzte Bier, ein, zwei Flaschen von dem Füchschen alt und dann haben wir die mitgenommen und zwischendurch alle an derselben Flasche gehangen und alle so, Aber jetzt wo der Fahrer das trinkt und sagt, das schmeckt, da schmeckt es mir natürlich auch. Also kann man trinken. Finde ich sogar das Beste bis jetzt, ja, weil es so besonders schmeckt und so eine tolle Farbe hat. Das schmeckt so, wie es aussieht. Auf jeden Fall. Aber eigentlich sagt man den Spruch doch immer, wenn was scheiße ist. Aber wenn das schön aussieht und es dann so schmeckt, wie es aussieht, dann ist es ja wieder gut. Jetzt kommt Original Mannsbräu Bayreuth Hells. Mannesmann. Aber auch 4,8%. Mhm. Mannsbräu von Manns Haulwurf, das ist ja genial. Das sieht aus wie ein Feuerwehrbier. Mannsbräu, Hells, helles, rotes Etikett. Da ist auch so ein Ritter drauf, also so ein das Postbote hier. Ne? Ah, ja. Das ist ein, du kennst Schimmer aus. Das ist ein Schimmel mit Mann drauf, genau. Verschimmelter Mann auf dem Etikett und ein Gaul. Das ist jetzt wieder deins. Ich zünd mal. Zum Öffnen. Ich hänge schon mal an den Stuhl. Drauf. Hier ist auch so ein Trompetenmensch drauf. Das ist ja an die Stöpsel gar nicht gezeigt. Das ist der schönste Stöpsel bis jetzt. Tatsächlich, also ich zeige dir nochmal, bevor er weg ist. Sieht man das so? No, erst noch schütteln, genau, und dann. Alles auf nochmal auf dem Sofa. Na, das passiert nichts. Gut. Hey, du hast ja den ganzen Schaum noch über, hä? Ich sag lieber nix. Bei mir sieht es auch so aus. Ich tue es schon mal so da in die Richtung hängen und. Boah, mir sind jetzt schon die Beine eingeschlafen von dieser komischen Sitzposition auf diesem Sofa mit diesem Tisch. Das kannst du echt keinem Adi erzählen. Adi, Schatz. Oh. Also heute habe ich irgendwie einen Tattoo. Wo ist er? Ich habe es wieder geschafft, bei dir mehr reinzupressen in die Flasche, in das Glas. Aber ich habe mehr Schaum dafür. Okay. Dann ist. Sieht leider nicht so kräftig aus wie das davor. Das ist ein helles. Das ist helles, sagt er, ne? Das ist der Mann vom Fach. Bei Bayreuther halt so. Ich hätte jetzt gedacht, es ist ein grünes. Na, es ist ein helles, okay, es perlt ein bisschen. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus, echt nicht. Und wie riecht's? Weiß ich nicht. Das kann man wahrscheinlich eh nicht riechen, weil es nach allen Bieren so riecht, die bis jetzt da drin ist. Das ist bestimmt noch der Schaum von dem ersten Bier. Wir kommen gut voran. Schmeckt wie irgend so ein Weinfruchtgummi. Ja, so. Ein bisschen wie Blumenwasser. Irgendwas habe ich mal gekaut, was so Gummitierchenmäßig war. Das hat auch so einen Geschmack gehabt. Also, dadurch schmeckt es aber ja süß. Schmeckt sehr leicht, ja. Es hat einen süßlichen Geschmack, aber es ist recht leicht. Aber das Altbier davor, das war schon sehr kräftig.
Sand auf die Zähne gerade, merke ich. Irgendwie. Vielleicht ist ein Stück vom Glas abgebrochen. Wieso gab es noch keine Antwort? Nee. Ja, ich muss ja hier. Ich war nicht bei McDöner, du warst der McDöner-Mann, ne? Hätten schon längst sagen können, hier, wenn wir da tun, uns mal zwei Pizzen holen und setzen uns zusammen, aber. Da passt nichts mehr rein. Es passt immer nicht, es passt immer nicht. Ja, eben, kurz davor noch essen ist nicht gut. Zum Glück habe ich noch ein Viertelstück Pizza übrig gelassen. Ich esse dann immer heimlich, wenn du weg bist. Ja, aber nähere Popcorn dann. Naja. Ja, es schlägt jetzt schon ein bisschen auf den Magen alles. Wir sind gerade mal bei der Nummer 4. Ich denke mal, es ist die Sitzposition. Da passt nicht so viel rein, weil sich alles zusammenstaucht. Wir müssen im Stehen trinken, da wäre das besser. Oder beim Laufen. Dann wird das fließen. Laufen an der frischen Luft. Beim Laufen so. Ja, wieso haben wir nicht alle eingepackt in den Rucksack und haben eine Wander, sind draußen durch Hibu gelaufen, haben immer irgendwo eins aufgemacht unter einer Laterne, wo man was sieht. Man hätte eigentlich genauso auch eine Biermeile machen können, nur dass man nicht in den Supermarkt reingehen, sondern einfach nur hinlatschen, dann trinken wir eins davor und dann fahren wir wieder ab. Würde ja genau passen. Ja, und der eine stolpert hin mit 12 Bier im Rucksack, alles kaputt und das war's. Das müssen wir einkaufen gehen. Das war der ganze Schaum. Ich hoffe, das hat mein Video jetzt auch gehört. Glaube ich nicht. Das Video ist nicht so. Das lässt mir Privatsphäre. Tornado! Hast du es leer? Warte. Wo bin ich derjenige, der könnten geht dann zwischendurch? Oh, jetzt kommt noch ein blaues. Hier, mit dem Mannequin. Man darf nur gehen, wenn man Bier in der Hand hat. Das so. Ist mit. Wir sind immer noch bei 4,8% helles Vollbier. Naturtrüb, anschwenken, kurz warten, aufmachen. Wegseidler. Ach, da ist wieder Sand unten drin, ja. Für den Durst steht da. Seitenbacher. Für den Durst, guck. Ne, Wegseidler für den Durst, da ist ein Männle drauf. Mitmachen. Beim Bild des Monats und 4 Kästen Wegseidler gewinnen. Poste dein Wegseidler-Bild auf Instadarm. Markiere uns mit Wegseidler, Wegseidler, handwerklich gebraut mit regionalen Zutaten, bayerischen Reinheitsgebot, was auch immer. Die Aktion ist bestimmt vorbei, weil das ist jetzt nur bis noch einen Monat haltbar. Aber steht nichts da, aber egal, die machen das immer. Das kann man ja immer trinken, ne? Weißt du nicht, wir haben eine Brauerei bis dahin. Ja, erst probieren wir mal nicht. Hat auf jeden Fall ein hier Mannekicken auch oben auf dem Stöpfel. Erst Wegseidler. Bevor wir da 4 Kisten davon noch kriegen. Anschwenken, kurz warten, aufmachen. Was heißt denn anschwenken? Da du den Sand hier unten aufrühren. Dass ich einmal kurz so mache, dass es sich hier rumdingst und dann. Mach's lieber nicht nachher, schmeckt es dann wieder nicht. Oder irgendwer kriegt dann den Dreck. Seitenbacher, genau. Wegseidler. Ja, man kann ja mal ein Bild nachher machen mit der Flasche und dem Tisch. Sagen ja. Die. Aber das war das Beste von allen. Nein, ich weiß nicht, was ich jetzt sage. Was ist denn hier los, der ganze Tisch? Es geht schon wieder los. Weil man so weit unten sitzt, deswegen, da, dann siehst du, das kommt und dann, was willst du denn machen? Ich könnte ja nicht die Flasche gegen das Glas hauen und so. Das war jetzt zu viel einfach. Auf jeden Fall ist das Bein jetzt nass. Und du kriegst den Rest. So, jetzt das ist der Rest. Oh. Ja, uns schwimmt. Toll. Ich habe wieder das gute Menas Moos T-Shirt an. Noch immer übrigens, weil ich ja keine Klamotten mehr habe. Das ist kein Problem. Da kann man jetzt den Tisch mit. Machst du dich dann aus? Ziehst du dich dann aus? Nee, ich habe. Oh, ist das kalt. Ja, genau deswegen. Jetzt riecht der Bauch nach Menas Moos, genau. Ist nachher mit T-Shirt duschen. So, das sieht geil aus. Boah, das sieht richtig gut aus. Da hat jemand reingewechselt in das Bier. Sieht bei man sieht das? Sieht das schön nee, aus. Oder? Da muss man ja die Kamera mal kurz so nehmen. Ich das Licht, also andersrum. Ja, vielleicht mal das, genau das Glas so und seht ihr das, was da für ein Tornado durchzieht.
wäre das jetzt eine richtige Kamera, ne, die ein gestochen scharfes Bild macht. Ganz hier am Rand sieht man, da ist eine klare Stelle. Alles andere ist verwirbelt. Also, das sieht schon aus wie das Haus vom Nikolaus. Boah. Ich hab Angst. Hoppa, da fällt das wieder rein hier. Steht das jetzt so, wie es gestanden hat, oder was? Nee, ist jetzt kleiner geworden. Ist egal. Ja, aber es ist, ist in Ordnung, oder nicht? Ich probiere jetzt mal. So, hier. Los. If you're happy and you know it, drink some beer. Schmeckt auf jeden Fall besser, als es aussieht. Also ich finde schon, dass es ein wenig staubig schmeckt. Schmeckt sehr malzig, ja. Obwohl es gar nicht so aussieht. Also malzig? Das hat irgendwie so einen süßen Geschmack, keine Ahnung. Wenn du dein Malz im Heuhaufen vergessen hast und nach 10 Jahren wiederfindest. Ja. Ich merke nichts vom Malzig. Da bin ich Kumpel wie Sau. Vielleicht habe ich einfach nur keinen Geschmack, das ist es ja. Adi Schatz, auf der Verkehrsinsel. Brauchst nix, brauchst ein Zelt, kann die Katze drin wohnen. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Eigentlich gab es bisher noch kein Bier, wo ich sage, das schmeckt richtig gut. Muss ich ehrlich sagen. Vielleicht liegt es daran, weil kein Bier da ist heute. Der ist ja nie da, das macht man ja immer nur so wegen Gruppenzwang und so Zeug. Wegen den Klicks. Wenn du in der Klasse sitzt und jeder öffnet sich vor der Matheprüfung erstmal einen Kasten und dann kommt der Lehrer rein und sagt, so, ich hab auch schon Ace, ne? Und dann denkst du, ach, was soll's. Das ist halt heutzutage so. Die werden ja ganz anders, gehen die ja. Groß. So, das war eine Meisterleistung und ein Meisterwerk gleichzeitig. Du kannst jetzt erstmal in Ruhe trinken. Ich mach nochmal sauber. Ich lese mal durch, was da hier drin ist. Oh. Schöpfchen! Kommt ja auch aus Lauterbach. Vogelsberger ist das nächste. 100% Vogelsberger Handwerk. Mit? Wenn das halt beides dieselben sind. Mit 4,9%, wir steigern uns. Gleich. Demnächst. 4,9. Wenn der Fahrer sein Bier leer getrunken hat. Oh. Das habe ich mir zu weit vorgebeugt. Ich hoffe, die Vanessa möchte nicht das Sofa übernehmen. So sieht sie in diesem Video. Da könnt ihr nach Bierschiss riechen. Ja, das junge Pärchen, was da war, hat gesagt, das Sofa kannst du stehen lassen. Das nehmen wir noch. Die wissen ja nicht, dass das in der Mitte durchgebrochen ist, ja? Das ist wie eine Bärenfalle. Oh, das kribbelt so. Nicht zurücklehnen. Doch, du kannst alles. Ich habe ja Kartons drunter gelegt, damit so das hält. Bin ja MacGyver-mäßig da veranlagt gewesen. Ich sag nur, der Stuhl hier neben mir auf der Kiste. Schöpfchen. Vogelsberger Schöpfchen Helles. Du hast hier eine dicke, bauchige Flasche. Du hast ja so goldenes Zeug da oben. Das sieht sehr edel aus. Hier könntest du denken, es ist eine Winterlandschaft, aber es ist halt einfach nur weißes Bild, altes weißes Bild, authentisch, regional, eben echtes Vogelsberger Handwerk. Man kann schon gar nicht mehr reden, weil man so begeistert ist. Im handwerklichen Brauen von Bieren mit Charakter haben wir fast 500 Jahre Erfahrung. Nun hat unser Braumeister mit Vogelsberger Malz und feinsten Aromahopfen ein helles geschaffen. Eine wunderbar milde, zugleich würzige und süffige Bierspezialität. Haben die anderen auch so schöne Texte gehabt? Nee, da war nur ein Gewinnspiel drauf. Das ist, glaube ich, deins zum Öffnen, oder? Mhm. Ist ja auch wieder ein blaues. Sind auch bei mir überkocht wieder. Dann bist du aber schon. Ach, hier ist sogar eine Hopfendolde auf dem Kronkorken, sieht man das? Ich dachte, das war eine Kastanie. Ja, eine Tannenzapf, meine. Ja, weil das Tannenzapfenbier ist. Oh, das war ganz schön laut jetzt. Der ist auch wieder weg. Für immer. Ja, ist er doch. Gut. Ach.
Der ist direkt ins Auffangkissen gehüpft. Jetzt können wir den wegschmeißen. Ja. Nee, den müssen wir natürlich der Bianca schicken, der Boss. Das selber einschenken oder soll ich? Ach so, ja, das, dann mache ich das halt. Mit Schwung, das ist wieder überschäumt. Sagen wir so, wenn das so schmeckt, wie es aussieht alles und überhaupt. Ist es ein sehr edler Tropfen. Könnte man sich drauf freuen. Fehlt nur der Biertosch. Also es ist jetzt hier, es ist hell. Orangefarben. Es steht irgendwie näher alles als vorhin. Man kann ja gar nicht mehr das Ding da vorne hinhalten, weil sonst wird es gleich abkühlen. Schmeißt da an. So. Wie bei Naturreden. Hier, die habe ich alle getrunken. Und das ist dann irgendwie gegen den Tisch gerammelt, dann sind die Flaschen irgendwie alle runter. Boah, die Matratze auf den Tisch geworfen hat. Oder sowas, ich weiß nicht mehr. Irgendwie. Wrestling! Das war irgendwie so ein Outtake. So, jetzt geht wieder was rein. Das müsste man hier einblenden, wenn man das findet. Aber ich weiß nicht, ob ich mich hier daran erinnern kann, dass ich das einblenden wollte. Weil ich ja immer rumskipp. Tschüss. Ah, schlecht schmeckt's nicht. Hab ein bisschen mehr erwartet, ne? Du kannst auch sagen, das ist das Beste bis jetzt, ne? Dann kriegst du zwar vom Wegseidler keinen Kasten geschenkt, wenn du sagst, dass das besser ist, aber... Im Moment bin ich nicht in der Lage, mich über irgendwie 4 Kisten Bier zu freuen. Ich freue mich eher, wenn das hier endlich vorbei ist. Wir brauchen noch die Bierkrüge, wo man das dann zusammenschüttet und dann irgendwann, wenn das Video aus ist, in Ruhe dann austrinken kann. Oder wenn du alles leer hast, nimmst du 2 Bierkrüge, jeder bricht seinen voll und dann kannst du es wie Dave England bei Jackass in der Pfanne als Omelette braten und nochmal essen. Geil. Das ist aber dann auf Ramses der dicke Extrem. Ne? Wie schmeckt's jetzt? Ja, das schmeckt eigentlich ganz okay. Also ich würde mehr davon trinken, wenn ich Bier durch hätte. Dein erstes Geräusch, was du abgegeben hast, dieses... Klang für mich nicht, als wäre das okay. Das klang eher so wie... Das geht. Gut, geht. Es geht. Es geht. Kennt ihr Bier, was geht? Also nach dem ersten war alles besser. Ich kann mich schon gar nicht mehr hier an das Mannenteufelbier erinnern. Das Manns-Haulwurf-Bier. Mhm. Aber Füchschen weißt du dann noch. Das fandst du doch toll. Eigentlich müsstest du immer noch sagen, Füchschen war das Beste, weil du so auf alt gestanden das hast. Das ist gut, das schmeckt. Geht es tatsächlich jetzt nur bergauf. Gut, außer dass jetzt noch ein Assi-Bier kommt, aber es ist zum Glück nur ein kleines. Es geht bergauf. Von den Prozenten, ja. Weil, warum sagst du, Lauterbacher Pilz ist ein Assi-Bier? Weiß ich nicht, das sieht aus wie so von dem Etiketten her, wie hier das Thüringer Waldbier. Ja, wir haben Waldquell? Ja, Waldquell, Thüringer Waldquell. Wir haben verschiedene Biers in Thüringen, die sehen halt so richtig... Naja, aus und sind immer mega billig und bla. Ja. Das kann täuschen, weil das Lauterbacher Pilz ist bestimmt das beste Pilz aus Lauterbach. Nee. Soll eigentlich richtig edel aussehen. Würde ich behaupten, das Schöppchen ist besser. Aber durch die Thüringer Konkurrenz, die das in den Verruf bringt, ist es jetzt nicht mehr so. Oder Dingsleben, das sieht auch irgendwie so dämlich aus. So einfach nur so pappig. Aus Hessens ältester Familienbrauerei Pilz seit 1527. Es ist ja, ich mag ja weiße Etiketten, weil die edel aussehen. Und dann hast du diesen goldenen Unterton da und dieses goldene Wappen. Eigentlich gefällt's mir. Es müsste halt nur eine richtige Flasche sein. Genießen Sie mit unserem fein gehopften Lauterbacher Pilz handwerkliche Braukunst und heimatliche Lebensfreude aus besten Zutaten, hat es unser Braumeister nach bewährter Handwerksart treu dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut. Freuen Sie sich auf Biergenuss der Extraklasse aus der Lauterbacher Burgbrauerei, der ältesten Familienbrauerei Hessens. 4,9%. Das wollte ich gerade schon mitlesen, ob das derselbe Spruch ist, der beim Schöpfchen ist. Ist er nicht. Das Etikett ist, gefällt mir jetzt nicht so, aber das ist das Sörenbier. Ich hoffe, das ist richtig. Das ist das Sörenbier. Und das andere war das Schenaya-Bier, aber das ist ja schon wieder weg. Und ich hoffe, jetzt hast du schon leer. Ja, ich trinke einfach aus der Ballon. Dann können wir, du trinkst gleich 2 mit einmal. Das war lasch. Stop, wenn ich jetzt überschäume. Was ist denn jetzt? Damien ist K.O. Das Feuerzeug war kaputt. Das ging nicht. So.
der Adi lässt sich gar nicht blinken. Der liegt einfach in der Ecke. Ja, wie? Aus der Flasche willst du trinken? Ja. Wie schenke ich denn das jetzt ein? Ungefähr. Ist das jetzt so noch ein Stück, weil kannst das ist ja noch fair. Kannst du noch ein Stück bei dir einschenken? Ja, ja. Okay, hört ihr das? Schenkt man nochmal bei dir ein, oder was? Das ist jetzt übrig geblieben. Man erkennt nichts. Du hast jetzt zwei, ich habe eins. Und da vorne liegt der Heinz, also der Adi Schatz. Ich glaube, ich kann den Akku kurz mal wechseln. Ja, so können dann. Wir Pause machen sozusagen. Wir machen doch das bis zu Ende. Und dann probieren kurz, wie das schmeckt. Erstmal. Grüße hin. Unten oben, wir sind uns immer noch nicht einig. Und das riecht aber gut. Und hat so ein schönes Etikett. Habt ihr schon gesehen? Was? Schmeckt gut. Ich will dich nicht beeinflussen. Man schmeckt den Hopfen auf jeden Fall sehr raus und das ist aber, glaube ich, keine Schrotte oder so. Also, ich würde behaupten, es ist eigentlich ein gutes Bier, ja doch. Schmeckt nicht billig. Der Name, der ist halt irgendwie, der würde ich einfach. Der hat seinen Ruf weg. Was, Lauterbach? Ja. Wegen dem Karl Lauterbach oder was? Ah, ja. Oder wegen dem Ort Lauterbach. Nee, wie zu sagen, Hessberger nee. Spezialbräu ist auch Dreck, weil da steht ein Ortsname drauf. Das sind doch alles immer Ortsnamen. Wer kennt nicht den Ort Wegseidler bei Berlin, hinten links? Ich glaube, ich wechsle lieber mal den Akku, damit er seine Gedanken findet. Und kann euch nochmal die Katze zeigen. Au, es tut so weh alles. Was brauchst du jetzt hier? Pause. Ja, das ist mein Bier, lernt euch. So, das ist die Pause. This is also breaking news hier. Guckt euch das an. Was denn, dass mein Hund wie heißt der Typ da, der die Zigarren testet? Und den Daniel B. Das ist der Daniel B. Seht ihr das? Ach du Scheiße. Und hier. In der Ecke haben wir ein seltenes Exemplar eines kleinen Nein! Der hat sich's einfach auf dem Zelt bequem gemacht. Adi Schatz, es ist Pause, gell? Es geht gleich weiter. Der Adi hat jetzt nämlich zugeguckt wie im Kino und er wartet jetzt, weil Pause ist, will er kurz sich die Beine vertreten. Und gleich, wenn es weitergeht, geht's weiter und dann guckt er wieder zu. Ah, hoppa! Hallo! Ach, es läuft schon los. Ja, guck. Läuft das schon? Ich sehe es nicht. Ich komm mal zu dir. Wir haben jetzt Pause gemacht und über Chili gegessen. Über Chili-Essen gesprochen. Nachdem du von deinen Carol, ach scheiße, von deinen Habanero-Erfahrungen gesprochen hast. Ich hoffe, dass das mit dem Video bleibt. In der Pause war auch Knossi da und hat mir seine Goldkrone geliehen. Goldkrone! Jägermeister! Ich habe übrigens noch Goldkrone Vanille drüben in der Küche stehen, falls dich das interessiert. Da kann ich dir einen Beutel voll mitgeben. Wir hatten eigentlich das letzte. Wer hat denn das letzte aufgemacht? Schreibt's mal in die Kommentare, weil das letzte war ja das Lauterbacher Hell. Ich, du. Echt? Das heißt, du bist dran mit Meiselsweise Kristallweißbier, Familientradition seit 1887, nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Was ist Meiselsweise? Ist das, wo letztens am Dino da einer war? Ey, komm her, Meisels! Und die haben so einen Drehverschluss gehabt, so ein richtig wie so eine Limo. Nee, das ist Weißmeiner. Ah, Weißmeiner, genau. Die haben Schraubenverschluss. Ich wusste doch, der Herr kennt sich aus. Das ist jetzt das erste, was bei 5,0% angelangt ist. Die herrlich prickelnde Erfrischung. Kristallklare Brillanz und temperamentvoll perlende Kohlensäure sind die herausragenden Merkmale von Meiselsweise Kristall und machen es zu einer herrlich prickelnden Erfrischung. Durch die besondere Komposition sonnengereifter Tomaten, Weizensorten und heller Gerstenmalze vergoren.
und gereift mit unserer speziellen Weißbierhefe entfaltet sich beim Antrunk ein ausgewogenes Bouquet verschiedenster Fruchtnuancen. Aromen von reifer Banane bis hin zu einer leichten Zitrusnote vermischen sich beim Abgang mit dem typischen leicht würzigen Weißbieraroma. So, das ist, guckt's doch mal an, Meiselsweise. Das ist so, das ist hier. Mal gucken, ob es schmeckt nach Banane oder nach Zitrus. Ich hätte gern einmal Banane jetzt für zwischendurch. Das Besondere an Weißbier ist ja, dass das auch aus. Also halt auch. Das, also hier ist zum Beispiel Weizen und Gerstenmalz. Ich glaube, es gibt es auch nur mit Weizen. Und wie hier schon erwähnt, ist da eine andere Hefe drin. Das ist nämlich ein obergäriges Bier im Gegensatz zu Pilz. Und das Besondere an Kristallweizen ist, dass da die Hefe rausgefiltert wurde eigentlich. Wer macht so. Doch, deswegen steht die auch nicht mehr drauf. Das steht nämlich normalerweise bei Weißbier drauf. Toll. Das wollte ich jetzt nochmal dazu erzählen. Lass mal erstmal ploppen. Bier-Sommelier, hört euch den ja, an. Sachen, das ist nämlich der. Ja. Das Schlimme ist immer, in der Kneipe habt ihr auch. Die bieten immer das vom Fass an, hast du auch anderes? Nö. Und dann kriegt irgendwann Weißbier und ich denke mir so, ich habe dich doch gefragt, da hättest du nach Weißbier fragen müssen. Ja, was ist denn anderes Bier? Das habe ich schon öfter erlebt. Da habe ich mich immer sehr drüber geärgert, dass man in der Kneipe extra nach Weißbier fragen muss und nicht einfach nur sagen kann, das soll mir alles Bier aufzählen, was sie haben. In was für Kneipen bist du denn? Das war hier zum Beispiel im Brumbi. Brumbi? Nee, da war es glaube ich nicht. Deswegen gehe ich nur in Restaurants, da gibt es eine Karte, da steht immer Kristallweizen drin und dann sage ich, ich hätte gerne das Kristallweizen und dann sagen die immer, haben wir leider nicht. Das kennst du auch, ja? Ja. Dass immer, wenn du sowas möchtest, es natürlich nicht da ist, also. So, das erste Bier, was, ich zeige aber nicht, wie es unten aussieht, weil es nur halb voll ist. Ah, der Fahrer hat umgeschlagen. Jetzt ist er der das meiste hier. Mhm. Vor allem steht da was mit Banane und Zitrus. Ich finde ja sowieso. Das riecht bestimmt immer noch nach Landbier. War das jetzt zu tief? Hast du das jetzt durch die Nase gezogen? Ja, da ist was ins Loch reingeflogen. Ich finde ja sowieso, wenn die Leute mal sagen, oh, ich mache mir jetzt einen Bananenweizen, und dann kommt ein anderer und trinkt einfach so ein Weizen oder sonst was, Weiß, dass das sowieso gefühlt schmeckt, als wäre es ein Bananenweizen. Also du brauchst ja gar keine Banane reinmachen, weil das sowieso, aber das ist ja jetzt kein Weizen, das ist ja Weiß, das ist ja eigentlich wieder was anderes. Weißensweise habe ich früher schon immer, also wirklich immer gerne getrunken. Und auch früher also bei dem 5-0, das Weißbier, das war auch immer gut. Das Beste ist, da kam keiner an und wollte auch eins haben, weil die haben mir gesagt, Weißbier, oh. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Was dir schmeckt das wohl nicht? Nee, kann ich nicht nachvollziehen, dass da keiner eins wollte. Ja, das war wirklich so. Das ist für mich gerade das Beste heute am ganzen Abend. Es wird auch nicht mehr besser. Glaube ich. Gut, du kennst es, ich kenne die anderen jetzt alle nicht, die noch kommen. Vor allem, ich finde, das kann man einfach richtig gut trinken. Und dann denkt man, ja gut, man kann so gut trinken, das hat bestimmt nur 4 oder so, aber dabei hat es viel mehr als alle anderen bisher. Es gab mal Zeiten, da habe ich nur noch Weißbier getrunken, weil mir das einfach super geschmeckt hat und es süßlich und so, und da kannst du halt auch reinlassen. Das ist der Milkshake unter den Bieren sozusagen. Das wirkt mild und beruhigend und das fährt alles mal ein bisschen runter. Und gleichzeitig versorgt es den Körper mit wertvollen Ethanolen, die dir einfach den Deckel. So, genau, deswegen Prost. Okay. Muss man die ganze Zeit einfach gegen den Schaum kämpfen. So viel Schaum drin. Jetzt habe ich da eingeatmet. Zum Glück haben wir ein großes Glas, da kann man noch Ulf machen und dann ist das Glas wieder voll. Kann man es wegstellen und Eis holen.
So, du bist ja jetzt fertig damit, gell? Das kommt die rote Gefahr. Die rote Gefahr. Das sieht sehr komisch aus mit diesem komischen fetten Strichcode hier hinten drauf. Und ich glaube... Ist ja Weser. Irgendwo... Ich kann gar nicht genau sagen, was das ist, aber irgendwo letztens im Rewe, glaube ich, bei der Meile, wo der auch dabei war, der Fahrer, haben wir da Sixpacks davon gesehen und ich dachte, und zwischendurch habe ich das irgendwo gesehen und habe da, ich glaube, da waren zwei Flaschen mal irgendwo in einem Fanpaket oder so und ich habe schon eins probiert davon. Da ist jetzt hier auf jeden Fall ein rotes Etikett, genau. Es ist ein goldener Stern. Es heißt, wie hast du gesagt, Estrella, Estrella Damm, Barcelona, Cerveza Mediterranea 1876, eine Cerveza-Krise. August Künzmann Damm. Sehr merkwürdig. Das ganze Ding hat, ist ein Lagerbier. Na toll. 5,4%. Gerste. Ach, Reis. Ah. 4% Reis. 6% Nudeln. Ja, also das heißt, ich habe... Und auch Hopfen. Das wird wahrscheinlich wieder nach nichts schmecken. Das ist doch aber gut. Wenn es nach nichts schmeckt, aber 5,4 hat, dann nehme ich da gerne mal eins mit. Als wäre. Jetzt muss ich es aufmachen und gleich wieder... Schnell, falls was kommt. Es dampft nur. Es kommt nix. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, jetzt hast du ja gar nichts. Reingekotzt. So. Zum Glück war vorher das Weißbier drin, dass ich noch ein bisschen Geschmack habe an dem Bier. Ja gut, ich weiß nicht, ich erkenn's nicht. Warum sagst du denn, das schmeckt nach nix? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Reis, ich weiß, aber weil du es schon kennst. Reis ist Reis. Na 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 na. Dreck drin, das wird immer mehr. Ei, Schatz. Ich probiere jetzt mal das Reisbier. Ja. Schmeckt irgendwie sehr sprittig, kann das sein? Jetzt hätte ich da Schnaps mit reingeschüttet. Reisschnaps, ne? Ich kann auf jeden Fall nicht mehr trinken, weil immer wenn ich trinke, läuft links und rechts die Mundwinkel runter. Deswegen habe ich mich vorhin rasiert, dass das wenigstens dann... Dafür habe ich dann Pizza gegessen und dann... Das sah dann wieder aus. Ich finde, das schmeckt gut. Das ist das zweitbeste. Neben dem komischen Kristallweißbier kommt jetzt das Estrella im Kleid. Estrella Damm. Ist klein, ist stark, hat Geschmack, den nicht... Von dem Geschmack, den du beschreibst, kann ich nicht nachvollziehen. Nee, das schmeckt tatsächlich nach Bier. Es schmeckt nach Bier. Ja, na, das sind so Asia-Bieren, die wir das letzte Mal hatten, die dann nach nichts geschmeckt haben. Ich glaube, oder nee, war eins dabei, was geschmeckt hat. Ja, das mit den zwei gleichen Biere, die in unterschiedlichen Dosen waren, wo die eine Pfand hat und die andere nicht. Daran kannst du dich erinnern. Ja, diese Details kann ich mich erinnern. Ich kenne nur noch die Elefanten vom letztens. Ich bin gespannt, wenn das Video rauskommt. Ich nicht. Vor allem die Bier, ich frage mich, wie man da überhaupt, da kommt Werbung, wie man das überhaupt monetarisieren kann. Das ist ein Schrott. Wieso ein Wandertag? Ist doch was Normales. Ja. Ich weiß nur, Adlersson hat ja da ein Gerichtsverfahren gehabt, weil ihm wegen so einem Scheiß halt der Kanal aberkannt wurde oder halt gelöscht wurde. Und dann, aber Judo kann halt auch nicht machen, was er macht. Ich dachte, bei ihm ging es auch um irgendwas wegen der rechten Szene und Volksverhetzung und wegen sonst was, aber doch nicht wegen Alkoholkonsum, oder? Eigentlich nicht, das erzählen die zwar immer in den Medien oder so, aber das hat er eigentlich nicht gemacht. Das war eigentlich nur, weil das irgendwie zu ordinär war oder so. Oder gegen die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das, weil es halt irgendwie zu asozial war. Da waren ja noch andere, die ihre Kanäle gleichzeitig auch verloren haben. Und so, und dann Rektor Banzer. Ja, kommt der auch. Rektor Banzer und der Infozwicko. Wer ist denn Mimi eigentlich? Habe ich nie auch nie. Ach, Mimi ist ein Kollege von Unge, aber der hat ja die ganze Zeit Videos gemacht gegen
Leon Mascher und Aporett und hat die ganze Zeit im Prinzip seine Zeit damit verbracht, die zu mobben. Also wenn die Scheiße gebaut haben, die Scheiße offen zu legen, aber so total versessen, da ein Video nach dem anderen, nur um den immer weiter fertig zu machen, zu erniedrigen, sodass keiner mehr was mit dem zu tun haben will und jeder sagt, alter Schweizer, und der hat halt jedes Video dann angeklagt und angezeigt und YouTube hat gesagt, du machst den kaputt, der soll weiterhin die Leute belügen und Scheiße bauen, das ist uns wichtiger, das bringt mehr Klicks, als dass du aufdeckst, dass der ein Arschloch ist, ne? So ungefähr. Warum machst du jetzt einfach das Bier auf? Du musst ja erstmal vorlesen, was das ist. Das ist Hager. Das ist ein... Hager Pschor. Wer kann denn eigentlich das R rollen? Ich nicht. Hager Pschor. Das Bier, wir bräuchten jetzt einen Gender. Der könnte das eine Viertelstunde lang. 5,5% Hager Pschor. Ne? Kellerbier. Aus Bayern. Kellerbier aus Bayern. Hager Pschor. Der Himmel der Bayern. Darf ich mal die Dose zeigen? Aber nicht rumdrehen, gell? Oder so. Nicht rumdrehen. Nicht, dass ich aussehe wie das letzte Mal. Das ist das Hager Pschor Kellerbier. Oh, da ist hier so ein frommer Mann drauf. Mit Kaiser Franz August, der Dritte. Der ist auf der anderen Seite auch noch zu sehen. Von 1500... Na, wenn der da vorne guckt, hat er die Augen schon wieder hinten. Also der ist überall gleichzeitig. Der ist zweimal... Oh. Stimmt, der kann... Gut. So, das heißt, der Fahrer darf den Hager Pschor jetzt... Hacker, da ist Tätowierer gewesen oder was? Einheizen. Ja, das sieht doch gut aus. Hoch. Riecht das ganze Glas weg. Es ist noch nichts passiert. Es ist, wenn, dann ist auf der Kamera gut. Das wäre drauf gut. Aber wir müssen bauen jetzt. Blub, 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 blub. Das ist so gar nichts, ne? Das ist ungewohnt. Das ist eine Dose. Deswegen habe ich die halt gleich aufgemacht, weil das eh unspektakulär ist. Hey, du hättest die Dose wegwerfen müssen, so. Ne, ich kann sie auch mal auf meinem Kopfblatt drücken. Aber da gibt's Pfand drauf, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. Das haben wir bei dem letzten Video gemacht. Müssen mal deinen Kopf dann abgeben und dann. Ah, jetzt habe ich wieder hier, das wieder aus. Ich habe wieder den Mist hier drin, warte mal. Das sieht man jetzt nicht. Du wirst sie nie wieder hinstellen können. So, hier sieht man wieder den Sand. Ja, aber nur oben, ne? Ja. Meins ist super, guck, das ist super Bier hier, so muss es aussehen. Ob wir das jetzt wieder hingestellt kriegen oder eine Kamera glüht. Das darfst du jetzt. Das ist aber... Das sieht aber, ja, steht aber weit dort, aber egal, ich bin ja da. Das steht auch immer noch, ich weiß nicht, wie, der mal fest die Kamera an, der Bildwinkel ändert sich um, was weiß ich, 360 Grad. Ich verstehe kein Wort. Das ist ja wie die Jugendlichen letztens, da kamen sie an, hey, dürfen wir sie mal filmen für TikTok, ne? Können wir ihnen mal eine Umfrage machen, Witz erzählen? Warum haben Menschen Nasenhaare? Weil Mammut mit Down-Syndrom! Ich stand dort und hab gedacht, was will der von mir, Mann? Soll man noch einen erzählen? Moment! Warum sprechen Delfine nicht mit Walen? Bei Michael Jackson! TikTok! Das sind da gehangen und so. Hä? Das verstehen sie jetzt nicht, oder? Nicht? Nö. Tschüss! Und dann waren sie weg. Das ist der ganze Gag. Die labern Scheiße und filmen dich, dass du einfach denkst, was ist das für eine Scheiße? Das war's. Das ist irgendwie auch so. Das ist TikTok. Stehen zwei Schwule auf der Brücke, sagt der eine, lass mich auch mal in die Mitte. Das ist ungefähr dasselbe Niveau. Das ist ja schon wieder schwulenfeindlich. Ja, nee. Doch! Das ist einfach nur. Die Drecksbrücke hat keinen Platz gelassen für den Prost. In der Mitte. Von den Zweien. Das ist das beste Bier. Schwulenfeindlich wäre, sitzen drei Schwule in der Badewanne. Welcher von denen hat Geburtstag? Der in der Mitte. Und das ist eigentlich, weiß ich nicht, ob schwulenfeindlich ist, weil das ist einfach nur diese 90er-Witze halt. Keine Ahnung, einfach nur Banane. Die waren auch damals schon nicht lustig. Wieso hat er Geburtstag? Ja, oder von vorne, weil er da von hinten auch gleich. Vielleicht sitzen die aber nebeneinander und nicht hintereinander, deswegen. Die können doch so wie wir jetzt sitzen. Da berührt sich nichts, guck. Das ist ja dann hat ja gar keinen Sinn. Das sind ja auch keine Schwulen, eigentlich. Also.
Eigentlich. Eigentlich. So. Ja, jetzt hören wir mal trinken. Schmeckt wenn ihr auch eigentlich seid, schreibt es mal in die Kommentare. Eigentlich ist eigentlich ein Scheißmann. Hast du schon mal den goldenen Handschuh geguckt? Ja, der zweimal. Nee, dreimal sogar. Also einmal, da war ich so babysitten halt. Bibi, und dann, guck dann, mal. Dann eineinhalb Stunden, ja. Dann räum mal in den Raum hier. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, letztes Mal habe ich mir nochmal angeguckt und dann dachte ich mir so, boah, das ist einfach nur. Das ist ja auch, wenn man sich vorstellt, dass das halt auch wirklich passiert ist, ne? Das ist schon ganz schön. Also, eigentlich ist es traurig und tragisch. Ja. Das ist echt böse. Das hat ja alles seine Gründe. Ich habe den auch einmal geguckt. Und einmal mit Sandra und einmal mit der Mama und einmal mit dem Hannes und einmal mit was weiß ich. Die ich habe das Szene schon ist, 4-5 Mal geguckt. Weißt du noch hier dieses blonde Mädchen, was mit dem Typen, der mit dem Fahrrad da ist? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es im Buch besser erklärt ist. Das weiß ich noch, aber weil das ist im Film drin, aber keine Ahnung, was das ist. Ja, und um was ging's da? Weiß ich doch nicht mehr. Das sieht man im Film nicht. Sandra hat sich das Buch gekauft. Das was liegt immer auf der Toilette. Wenn sie auf dem Klo sitzt, liest sie immer eine Seite. Ich dachte, es ist Filmmaterial und nicht, dass da was dahinter steckt. Nee, tatsächlich muss da irgendwas sein. Oder im Buch zumindest besser sein. Also ich weiß nur, dass der da irgendwie angepisst hat. Den einen Spargo, der da noch mit drin ist. Da sind ja nur Beklopfte. Das ist wie wenn der jetzt in. Ja, der Spargo wurde doch angepisst von dem Typ da auf der Toilette. Ja. Oh Mann, meine Beine. So, wie schmeckt's? Schmeckt wie ein Hackabschor. Also, es hat einen relativ kräftigen Geschmack, der aber gut ist. Also, man hat jetzt zumindest keinen Ekel oder so. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass man das reinschütten kann, muss. Aber kann, muss. Aber man kann es trinken. Natascha kann, muss. Ja. Das ist jetzt so alles. Ich kann mich schon gar nicht mehr konzentrieren auf den Geschmack von den Biers. Weil ich jetzt schon wieder an die Farco denken muss vom goldenen Handschuh. Also Thunder Korn. Das wäre es, oder? Thunder und Korn, ne? Farco. Was hatten die noch damals irgendwie auch für 10 Mark oder so? Eine ganze Flasche Korn mit an den Tisch nehmen können, mit einem Stopfen drauf, wo du es hier schön einschenken kannst. Oder waren das 10 Euro oder mag man nicht. Wie viel kostet das jetzt? Im Supermarkt kostet die Flasche, glaube ich, immer noch 4-5 Euro so, aber. Ja, dann geht's so. Aber damals. Dann nimmst du die einfach mit an den Tisch in der Bar und sagst, ich habe meine eigene dabei, tschüss. Das so. Aber das habe ich tatsächlich, ich war mal in Göttingen, noch gar nicht so lange her, und da waren wir in der Kneipe. Und da ging es auch so zu, gell? Da war wirklich alles vertreten. Und da musste ich wirklich an diesen Film denken. Das war wirklich eine Kneipe, du bist reingegangen. Es hat einfach nur nach Qualm gestunken. Also, da waren irgendwelche Leute, die am Spielautomaten einfach laufen lassen. Und dann hat auch hier die Schnapsflasche auf dem Tisch gestanden mit dem Stöpsel drauf. Es war halt, hat mich einfach nur an den Film erinnert. Und ich. Ich fand's einfach nur geil. Das ist aber Glück, ne? Dass ich nicht Raucher bin. Sonst würdest du hier auch so vorkommen. Ja. Genau. Ich weiß nicht, wie die Leute sich das immer leisten können. Also eine Schachtel 10 Euro jeden Tag kann ich mir nicht leisten. Also. Eine Schweigeminute für die Leute, die sich keine Zigaretten leisten. Eine Minute. Nein, wir haben schon angefangen. Lacht er in sein Glas rein, ja? Ah. Also hast du es eigentlich schon hingekriegt, dass das hier so quietschfilm ist oder der drüber kreiselt? Also weiß ich nicht. Nee, dann geht das Glas kaputt. Du machst so und dann geht's plötzlich. Das braucht man nicht. Du brauchst noch die Gläser. Was wir aber brauchen nach dem Hackabschor. Ich habe eine Pranke. Jetzt kommt eine Berliner Pranke. Und danach, dann liegen wir alle da, weil dann ist eh Schlafenszeit. Ich
habe dieses ganze Sixpack mit damals im Rewe-Sender gesehen. Ach, das stand bestimmt neben dem Bitburger Sixpack mit 5 Flaschen. Weiß ich nicht. Da steht einfach, jetzt probieren Berliner Branke. Echt bildsüffig. Bier 6%. Deswegen ist es das Stärkste. Dann habe ich auch mitgenommen und als wir Naturin und Bianca begrüßt haben, Bierschanger, als sie hier in Hibo angekommen sind, habe ich gesagt, komm, wir nehmen mal 4 mit. Und dann habe ich das in der Hand gehabt und in dem Video von Naturin sieht man ja, wie ich die Berliner Branke in der Hand habe. Und der ja, Dennis stimmt. Auch gleich gefragt hat, was, Berliner Branke, wo habt ihr das denn her? Das war bei uns im Rewe hier. Stand das auf einem ganzen Stapel, so ganz viele Sixpacks. Die haben eine Palette zugeteilt gekriegt wahrscheinlich. Ist halt eine grüne Flasche mit einem schwarzen Etikett. Das ist eine grüne Flasche. Oh. Mit einem schwarzen Deckel. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich sag dazu nichts. Echt Mittelsüffig Bier, 6%, Berliner Branke. Was steht hinten noch? Nur Hopfenextrakt. Vorglühen, kornern, abhängen und deine Pulle immer in der Branke. Also vorgeglüht haben wir auf jeden Fall schon. Wir haben nur C-Bier getrunken. Was ist ein Kornern? Kornern? Conan der Barbar kenne ich. Kornern. Kornern ist normal so in der Ecke. In der Ecke rumhängen. Wie? Rumäckeln. Und dann kommt abhängen. Wo hänge ich denn ab, wenn ich in der Corner oder was? Hängst in der Ecke halt irgendwo. Vorglühen, Kornern, abhängen und deine Pulle immer in der Branke. So. Berliner Branke ist ein astreines Vollbier, mild und süffig. 6%. Da gibt es halt das Berliner und dann gibt es ja noch Berliner Weiße. Das Berliner Weiße schmeckt, glaube ich, besser. Berliner Weiße gibt es doch mit Waldmeister, mit Waldfrucht, auch, ja. Für die Weiber. Für die Weiber gibt es das. Das habe ich auch schon getrunken. Das Waldmeister habe ich auch schon getrunken. Das ist von vor Ewigkeiten, das ist Stufe 20 Jahre aus. Ich darf, glaube ich, das letzte Bier aufmachen. Ja, ich gehe in Deckung. Weil du hast ja die Dose aufgemacht. Einfach so. Oh, die ist in einem Stuhl, ne? Das riecht schon wieder nach Weed. Guck. Ja, das grüne ist Bier, das ist der Hopfenextrakt. Freut er sich. Wenigstens kann man hier einmal durch die Flasche durchgucken und sieht, dass da gar nichts hochkommt. Bei den anderen musstest du immer zu Angst haben, dass es gleich rausläuft. Da ist ja nichts drin. Hier siehst du, es passiert nichts. Safety first, servier die Wurst, ne? Deswegen. Oh, das klingt aber gut. Ich hoffe, das hört man. Nee. Das hat eine schöne Farbe. Also beschweren kann man sich doch nicht. Ach, Klang gut. Farbe gut. Geruch gut, hä? Aber nur Hopfenextrakt. Kein richtiger, ich weiß, wirklich kein echter Hopfen drin. Bei der anderen wird der mit Hopfenextrakt wenigstens nur abgeschmeckt oder irgendwas. Okay, du machst gerade Pisse aus dem Bier. Warum denn? Ist oxidiert. Das ist das Berliner Branke. Das haben wir ja schon ich mal getrunken. Aber das ist schon wieder her und deswegen weiß ich das nicht mehr. Ich bin jetzt froh drüber, dass ich das auch mal trinken darf, weil das kenne ich halt auch nicht. Also die anderen, das hier gut beispielsweise kenne ich. Riecht wie Becks. Ja, das ist ein grünes Bier halt. Ha, kann aber nicht sein, dass nur weil die Flasche grün ist, jegliches Bier gleich. Nee, eigentlich ist es so, dass die in den stärker gehopften Bieren wird in grünen Flaschen abgefüllt. Wahrscheinlich, dass man es erkennt oder so. Weiß ich nicht. Dann erkenne ich jetzt wirklich keinen Zusammenhang. Die machen das halt einfach. Letztens was gesehen haben sie, sind sie rausgerastet. Bier, sagen die Braumeister, muss in braune Flasche. Wegen der Lichteinbrechung und dem Zeug und alles und bla bla bla. Und weil sie damals so nobel waren und haben gesagt, wir haben ein grünes Schiff und wir wollen unser Bier vermarkten, tun wir es auch in grüne Flaschen rein. Und das kannst du nicht trinken. Becks das Gold. Darfst du, musst du meiden. Das hat nichts mehr mit Bier zu tun. Da war so ein richtiger Fanatiker da, der hat da so eine Rede gehalten und alles. Du hast probiert. Technisch gesehen weiß ich jetzt nicht. Also. Ich habe mir letztens aber ein Video angeschaut über Deep Sky Fotografie. Das ist total aufwendig. Also schon alleine um die Erdbewegung, weil du brauchst mehrere Belichtungen und das dauert lange. Und wenn du jetzt einen Himmel fotografierst, gibt es eine Formel hier mit Brennweite und so. Du kannst nur maximal so und so lange belichten, sonst hast du keine Punkte, sondern sind Streifen.
Und dann kannst du zum Beispiel Gaswolken oder Mineralien auf dem Mond und so weiter sichtbar machen, indem du verschiedene Farbfilter verwendest. Also das ist total kompliziert alles. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt in grünen Flaschen zum Beispiel ein anderes Licht oder so durchgeht oder so. Aber ich weiß es halt, wenn du das halt Biere, die besonders hopfig sind, also besonders bitter, immer in grünen Flaschen abgefüllt werden. Es gibt ja hier Warsteiner, gibt es ja als Warsteiner Herb. Das hat ja schon dieses grüne Ding. Das hat auch nichts mit Öko-Scheiß oder irgendwas zu tun. Und das sind auch, also damals war es in grünen Flaschen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Becks ist immer in grünen Flaschen, dann gibt es ja Becks Gold, das sind farblose Flaschen. Das ist das einzige Bier, was ich kenne, was in farblosen Flaschen ist. Außer halt dieses Tequila-Bier hier, wie ist das Scheißdreck. Und Corona, das ist auch in farblosen Flaschen anders. Was suchst du jetzt, was möchtest du jetzt noch wissen? Nö, mir ist doch gerade was aufgefallen, während du die Geschichte des Lebens erzählt hast, dass hier bei der Bedi und der Brange hinten ja draufsteht, Energie pro 100 Milliliter, 202 Kilojoule. Da dachte ich, wie viel Kalorien? Jetzt habe ich gerade gesehen, dass bei 48 Kilokalorien. Da ist halt auch bei 6% hast du auch viel Gerstenmalz drin. Das habe ich halt noch nie gesehen, so eine Energieangabe. Aber hier bei dem Füchschen alt steht es auch drauf. Doch, das ist schon lange. Das sind 42 Kilokalorien. Bei der Berliner Brange waren es also 48. Und hier bei dem Meisels Weiße sind es 40. Warum ist es bei Meisels Weiße 40, weil sie die Hefe rausgefiltert haben? Meisels Weiße ist also das gesündeste. Nee. Wieso? Hat doch das wenigste. Und die Berliner Brange hat das meiste. Hast du das hier geguckt? Ich glaube nie im Leben, dass da was draufsteht. Du sagst, das müssen die machen, aber wie gesagt, ich habe das noch nie gesehen. Was da hier, das altert mehr. Füchschen hat 42. Das kann sein, dass du da mehr bei das hat 40 und das hat hier, was weiß ich. Ich denke, dass das auch was mit den Filtern zu tun hat. Musst du bingeln? Ja. So, wollen wir schnell trinken oder wollen wir das Video stoppen? Nee, das passt schon. Ich kann auch, der Boden muss eh raus. Kann man machen. Außerdem bin ich eh gleich fertig. Guck, Prost! Ja, es ist halt ein ganz anderes Feeling, wenn du jetzt nachts rausgehst auf die Straße und nimmst dir eine Berliner Brange mit und suchst die Bianca und Natururin auf dem Markt. Und die steht dann dort in kurzen Hosen und es schneit und du machst es auf und trinkst es da. Als wenn du jetzt hier sitzt, im Verhörsaal, mit Licht, ein Wurf. Ich würde das sehen, dass du hier keinen Schall hast oder so. Das finde ich so furchtbar bei solchen YouTube-Videos, wenn das dann übelst schallt immer. Den Schall tun die ja nachträglich einbauen. Ich meine, das glaube ich nicht. Bestimmt. Reinbauen geht, aber rausholen. Reinholen, rausholen. So. Willst du jetzt ein Bier in Ruhe fertig trinken? Ja. Das heißt, ich glaube, der Fahrer möchte das Video beenden. Wir machen jetzt Ende, wir sind fertig mit dem Bier, wir haben alle probiert. Wir haben zu jedem Bier was gesagt, würde ich sagen. Mit Pause und bist du jetzt allein mit deinem Video? Nee, ich gehe nur hinten an die andere Seite und mach dann nochmal so Boom. Was ist da? Buh! So, was ist das Schlusswort jetzt? Magst du noch wegen Grüßen? Okay. Okay, cool. Was war jetzt dein Lieblingsbier? Was hat dir jetzt am besten geschmeckt? Am besten ist natürlich Meiselsweise. Meiselsweise, sagt der Herr. Das Füchschen fandst du auch nicht verkehrt, ne? An zweiter Stelle. Ansonsten das Lauterbacher hatte ich überrascht, habe ich gehört. Das hat mich überrascht. Hagabschor weiß man, dass es schmeckt. Schmeckt immer. Hagabschor schmeckt immer. Auch wenn es schon 3 Jahre über die Zeit ist, Hagabschor schmeckt immer. Und helles Bier, das schmeckt auch immer. Also da habe ich jetzt, also bei hellem Bier habe ich, außer Oettinger, hatte ich glaube ich auch schon mal Oettinger hell. Das schmeckt geradeaus. Also Oettinger ist nicht mein Lieblingsbier. Das schmeckt aber noch besser als... Ich fand den Namen von Mannsbräu lustig. Das ist das einzige Bier, wo ich mich nicht mehr an den Geschmack erinnern kann. Ganz ich fand das Mannequin hier ganz interessant. Ne? Ja. Ich fand das am ekligsten. Richtig schlimm. So, dann den Rest. Hoppa, kann ich mich nicht erinnern.
Nee, das, also hier, da denkst du echt, hier so ein Che Guevara oder so kommt jetzt gleich. Also. Aber der ist zum Glück schon tot. Adi Schatz! Wiens? Der Schickeria Guck. Ach, wir können das nicht machen. Und wir hatten zum Schluss ein grünes Bier. Ein grünes Bier, genau. Das ist mir erst auch aufgefallen, wo wir es angezündet haben. Das heißt, das war es jetzt von unserer Seite aus. Die Wohnung ist jetzt leer. Wir haben die Wohnung jetzt leer getrunken. Ja, jetzt gibt es keine. In traurigen, stillen Schweige-Videos, um zu zeigen, dass bald die Welt sich ändert. Ja, das war das letzte Mal, dass ihr von mir gehört habt. Aus der alten Wohnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und der Fahrer. Der Fahrer. Der weiterhin fleißig Lost Places besucht und vielleicht mich ja trotzdem irgendwann mal mitnehmen kann. Ja, wenn es halt bei dir zeitlich mal passt. Wenn er sagt, da gehen wir aber nicht rein, da sind Chemikalien drin. Und ich so, ja, das wird bei mir nie, wird bei mir nie passieren. Da rein. Also ich bin der Letzte, der irgendwo nicht reingeht. Also, ach, sei denn, ich hatte mal in Lost Place in Zellameles. Da war der Stock drin. Es war ein Fachwerkhaus mit Stock. Also da war halt alles, was Holz ist, war einfach nur noch Pappe. Und da hast du echt so angefasst, da hat es gerieselt. Da habe ich gesagt, hier, ich gehe da nicht hoch, ich gehe wieder raus. Wir haben dann mal irgendwas aufs Dach geworfen, das ist übelst eingekracht. Also das Dach wird durch Dachpappe gehalten, die Wand wird nur noch durch die Farbe gehalten. Und bisschen Ahnung muss man haben, da mein Vater ja auf Bau arbeitet und ich da halt viel mit erlebt habe, habe ich auch ein bisschen die Erfahrung und weiß halt ungefähr, wie was aussieht und so weiter. Holzberuf habe ich ein bisschen gelernt und alles und war, man hat da die Erfahrung halt einfach, dass man, ich bin auch schon durch das Blech gelaufen und dann auf einmal ging es und da bin ich irgendwie zurückgesprungen und ich glaube, da hat mich die Jenny noch irgendwie zurückgezogen. Ich glaube, das hätte ich zwar auch so geschafft, aber das war wirklich also echt eng. Geschubst. Stirb! Nee, warte mal! Ja. Tun sie auch so Overnighters machen in Lost Places? Nee, ich habe mal Lost Places. Also es gab mal Zeiten, da waren die Lost Places noch sehr unberührt. Also gab es wirklich noch unberührte Lost Places. Da waren die gar nicht so lost. Na doch, aber die Zeiten haben sich halt geändert seitdem. Also es hat sich in der Szene was geändert. Und seitdem ist es halt so, dass die Lost Places alle überrannt sind. Also vor 3 Jahren, 4 Jahren hätte ich auch gesagt, wozu nehmen wir uns eine Unterkunft? Brauchst hier gibt's Lost Places, gibt Hotels. Das sind Betten drin, die sind gemacht. Also sind gemachte Betten, original. Ne? Es sind schon ein paar Jahre dort einfach. Jetzt könntest du dort pennen einfach. Hätte man das machen müssen. Jetzt. Wenn ich jetzt nach Schleusing gehen möchte in dem Kinderheim hier, Hilde-Kobby-Dings, mal übernachten und frage, ob du dabei bist, damit wir da Barbecue machen und zack. Scheiße. Weil oft ist dann auch so, dass du hast aufmerksame Nachbarn und gerade in Schleusing gibt's, ja, das ist wirklich so, gerade in Schleusing ist halt das Ding, ich war letztes Jahr drin, da kannst du teilweise gar nicht mehr langlaufen. Also das sind Gänge, die, wo ich damals, 2015 oder 14, konntest du da noch langlaufen, da ist der Boden weg oder so, das ist wirklich einsturzgefährdet. Da musst du echt aufpassen. Ja, ich will ja nur schlafen und nicht runterstürzen, ne? Deswegen war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was für ein blöder Assi, der Ramses, ne? Bis zum nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut. Pusch. Euer Ramses, euer Fahrer. Euer Fahrer. Ich kann ja immer mal deinen Kanal verlinken, wenn du da so in dem Video bist, dass die sehen, wie du hier immer die Bar auseinander nimmst und so. Deswegen. Adi Schatz, du sitzt da gerade so und guckst so. Bist du jetzt blinded by the lights? Bist du blinded by the lights? Adi, bist du blinded? Tschüss.